Hallo zusammen, es geht weiter mit Sniper Elite 5. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, ich kann jetzt mit der dritten Mission von Karl beginnen. Es nennt sich Spionageschule. Dann bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt. So, meine Fertigkeiten hatte ich schon in der letzten Runde optimiert. Start auf Sumpfgebiet von Beaumont. Schwierigkeitsgrad mittel ist in Ordnung. Ja, und einen anderen Charakter als Lieutenant Karl Fairbairn habe ich nicht. Also starten. Mulder's still out there somewhere, but I've uncovered a dossier referring to something called Operation Kraken. The dossier also details a high-level meeting about to take place at Beaumont Saint-Denis. In attendance, forgotten Captain Seidel, Kriegsmarine German Navy. Obersturmbann Führer Richter, Ostland SD Nazi Foreign Intelligence. Obersturmbann Führer Sauer, Mulder's representative. Hauptmann Bruhl, Head of Security. Local resistance says he's a crackshot. It's quite the guest list. Operation Kraken has to be something big, but that's never stopped me before. High-ranking Nazi officers, highly secure fortress, shouldn't be a problem. Fabian Richter, he's on SOE's kill list and this meeting's guest list. Lucky him. So, ich muss schon mal gucken. Also es fliegen Flugzeuge über mich. So, Ziele. Wir haben noch keine angezeigt, doch Insel absuchen und Fabian Richter töten. Und dann gibt es sicherlich, wenn ich über die Insel latsche, oder die Insel absuche, noch Sondermissionen, die ich nebenher erledigen kann. Aber aus Sicherheitsgründen werde ich das Spiel jetzt einmal speichern. Ich glaube, den da unten kann ich überschreiben. Na. Dann wollen wir mal die Spionageschule beginnen. Glaube ich, mache ich noch Fragezeichen. Oh. Ach, ich weiß, wo das ist. Das gibt es wirklich. Das ist dieses ehemalige Kloster mitten im Meer, oben am Atlantik. Mensch, wird das denn erklärt? Ja, Beaumont Saint-Denis, ja, ich glaube, das ist das. Be harder to spot me in that grass. Gut, das heißt, wir sind gleich, wenn er schon sowas sagt hier, der Karl, ist gleich mit Gegnern zu rechnen. Da unten sehe ich auch schon welche. Einmal hier ins Gras, Fernglas benutzen. Und dann wie immer viel speichern. Danger. Ach so, Minen. Oder stand da? Ja. Französisch, glaube ich, vermint heißt das. Ich dachte, da wäre noch ein dritter deutscher Rat gewesen. Dann hier wird auch Wachpersonal stehen, hinten ist es. Kann ich das scouten? Oh, komme ich hin. Perfekt. Im anderen Wachhäuser, da unten darf noch einer rum. Hinten auch. Oh, das ist ein wichtiges Treffen. Das wird wahrscheinlich noch stärker bewacht sein als gestern das besetzte Chateau. Ich hatte auch gerade noch einen gesehen. Ach, da. Hier ist Sniper. Da ist Sniper, wusste ich doch. Sniper gibt es da auch. Das heißt, bevor ich da gleich pushe,
Dadurch, dass er mich gesehen hat. Da denke ich mal, den Sniper muss ich wahrscheinlich als erstes ausschalten. Das Problem ist, dass dahinter noch ein Kollege. Wieso kriegt er nicht gescoutet hier? Jetzt. Hä? Der sieht mich nicht, oder? Kann ich die Knalltüte denn sehen? Ah, ich denke mal 200 Meter soll sein, oder? Wollen wir Headshot geben? Na komm. Na, ich muss gleich meinen Controller ein bisschen optimieren. Ich komme nicht fein genug darüber. So, jetzt. Oh! Ja, mal ein bisschen zu ziehen. Jetzt! Oh, der trifft aber auch gut, der Knaller. Da ist noch der nächste. Nehme ich jetzt. Der Sniper da hinten ist mir noch viel wichtiger. Jetzt kann ich wieder Ist das No-Scope immer so schwierig ist bei den Dingen hier? Sehr ärgerlich, muss ich sagen. Oh. Ich hatte gehofft, dass der mir. Dass der mir voll in die Waffe läuft, hatte ich gehofft. In meine Schussrichtung läuft. Oh, das tut weh. Das gibt aber Bonuspunkte, ne? So, das heißt aber, da ich, oh, ne, da ich jetzt auf mich aufmerksam gemacht habe, leider, durch meinen Fehlschuss. Guess I grabbed everything useful. Wohl alle tot? Keiner hat was gemerkt? Na, ganz toll. Werde ich mir jetzt mal den Sniper da oben schaffen. Schnappen. Bei der Sniper, der schon mal die Position gewechselt. Sind alle weg jetzt hier? Ne, da oben läuft noch einer. Aber der hier unten ist weg. Die haben mich schon jetzt alle gepusht irgendwie. Gut. Looten wir den Kerl hier noch ab. Ah, die anderen sind scheinbar nicht mehr aufmerksam. Doch, Feinde machen Jagd. Weit gewesen, schade. Ein Stückchen hoch.
Das kann ich an Luft mehr. Scheiße. Bisschen hochscopen. Ne, der Schuss geht zu tief. Jetzt müsst ihr treffen. Ausatmen, einatmen, jetzt. Mitten ins Auge. Ui. Oh, ist das eklig. Ich glaube, der war sofort tot. Der nächste an die MG. Baust du dich? Na, ah, das geht zu tief, der Schuss. Will ich noch heilen? Hat nicht getroffen. Ah, ich muss hier, ich glaube, ich muss ein bisschen die Zieloptik einstellen. Das kann ich nicht fein genug justieren hier. Das war zu tief, leider. Die pushen mich jetzt. Ah, Mist. Na ja, komm, nicht gut, ich auch noch schon ab. Das sind noch wichtige Infos in der Arbeit. Komm. Nein, da kann ich mich nicht verstecken. Schade. Also ist wieder Zeit zum Speichern. Ganz wichtig bei dem Spiel. Jetzt komischerweise ging das Umschalten von Scope auf Low Scope ziemlich schnell. Komisch. Sehr merkwürdig. Ob das im Kampf da manchmal nicht geht. Beine machen Jagd, na gut. Der Sniper. Der ist noch am Turm. Ich denke mal, ich muss auch unter die Brücke. Da gehe ich mal noch. Okay, auch mal unter die Brücke. Oh, ich glaube, der Sniper da hinten. This will come in very useful. Das ist schade, dass man nicht mehr so genau. Da komm. So, jetzt. Ja, komisch. Jetzt geht das wieder schnell, das wechseln. Oh, egal, ducken. Wo ist der Schnipper? Warte ich, ob es der Sniper da oben im Turm geht. Vielleicht kann ich ihn da wieder besser erledigen von da. Achso. Dann heile ich mich mal schnell auf 100%. Und ich weiß, ob da ein Auto gleich kommt. Das klingt nämlich so nach. Also über mir Flugzeuge. Ist die Frage, ob das Deutsche sind oder meine Kameraden. Irgendwas, das ist mal ein Moped. Ach so schnell. Also was mit Danger, sind wahrscheinlich Minen. Nehme ich an, Landminen. Da ist aber eine Salva zum Runterrutschen. So. Da oben muss ich rein. Ich würde sagen, der Sniper geht da drin spazieren. Weil du guckst, lächelst mich hier so an. Ui. Es gibt wieder
Ohne Hilfe Langstrecke. Warum ist noch ein Schnipper, ein schnippiger Schnipper? Durch den Häusern. Moped. Na, das Moped hat wohl nichts mitgekriegt. I think I've grabbed all I can. Ich nehme das hohe Gras. Weil so ein gutes Versteck ist das hohe Gras gar nicht. Ich gehe davon aus, dass die Motorradgang gleich wiederkommt. Auslegen und das Übliche wieder. Ich kann es nicht oft genug sagen bei dem Spiel. Speichern, speichern, speichern. Ja, da muss ich ein bisschen optimieren hier. Das Ziel, das ist noch zu hastig. Herztreffer Toad, Freund. Schlange im Gras. Töten Sie 50 Soldaten, während Sie im Gras sind. Auch nicht schlecht. Und jetzt das... Hey, was ist jetzt hin? Jetzt ist er weggespawnt. Nee. Das dauert mir auch zu lange, ganz ehrlich. Das Scopen dauert mir zu lange. War das jetzt die beiden Moped-Jungs wohl? Geh da mal von aus. Deswegen looten wir die Herrschaft jetzt mal ab hier. Ganz Gras. Na, ich glaube, das Moped ist weg. Versuchen wir da mal durch das Gras zu schleichen. Das ist ein Flugzeug, sieht aber nach Deutschen aus, nicht nach Alliierten. Oh oh. Der Sniper hat mich gerade gescoutet. Ja, ziemlich viele Sniper hier am Start. Ja. Ach, das Explosiv ist dort. Sitzt der auf Dynamit? Interessant. Komm mal zu mir. Ach nee, da. Hab ich den Labis ausge. Ach nee. Jetzt ist der Alarm erstmal aus. Ui. War. Der scoped immer, aber er sieht mich nicht. Glück gehabt. Ich weiß, wie ich im Meter sehe, das soll ich einstellen. 50 sind auf keinen Fall, es werden 100 sein. Oi! Hab ich. Ne, er hat den Kopf eingezogen. Jetzt. Der klappt besser. Oh. Uiuiui.
Schöner Headshot. Und wieder speichern. Nie vergessen, wenn man hier ein paar Leute weggeholt hat, zu speichern. Da leuchtet noch was Rotes da hinten. Ah ne, ist nur eine Hakenkreuzfahne. Der Strand jetzt sauber. Ah ne, der... So, Herr Alarmsoldat. Das ist ein Rekrut, ist das. Hat nicht mal Streifen auf der Schulter, armer Kerl. Ja, normalerweise, wenn man die Leute scoutet, steht da ja, was sie machen, wenn man lange genug drauf ist. Da stand da jetzt, nee, da stand jetzt nichts. Geräusch überdeckt, gab Sonderpunkte, weil hier jemand geschossen hat, als das Flugzeug kam. Aber mir geht gleich die Moon, glaube ich, aus. Das heißt, ich muss mal wieder... Ach, da ist das Moped. Weiß nicht, ob man das Moped auch abluten kann, ob da was drin ist. So, einmal im Fernlass noch schnell gucken. Nicht, dass ich noch irgendwo einen Sniper übersehen habe. Der Sniper geht da im Haus lang. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch hier so langsam hoch. Der Alarm habe ich ja ausgedonnert, oder? Ist da noch einer? Ne, ist der Alarm nämlich ausgedonnert. Da wird noch mehr Alarm sein, nehme ich an. Kein Sniper hier? Ich hätte gedacht, dass hier oben Sniper steht. Hier ist auch kein Sniper, sehr komisch. Gut, ist zu weit weg. Ach, schon wieder einer an der MG, der ist aber schnell nachgekommen. Oder ist er geheilt worden? Aber ich dachte, er hätte dich getötet. So, jetzt. Stehen die Mauer, dass es beim zweiten Mal geklappt hat. Beim ersten Mal klappt, meine ich. Jetzt geht mir langsam die Munition aus. Jetzt sind es noch 11 Sniper-Schuss. Ich denke mal, die Flugzeuge werde ich nicht abschießen können, ey. Ist schon gut, dass die drüber fliegen. Ein bisschen näher ran jetzt. Loot. Kann ich hier was uploaden? Ne, Geräuschmarkierung will ich nicht. Dann bin ich ja zu laut. Einmal den toten Kameraden hier im Wasser uploaden. Da hat der Sniper Moon. Ja, doch, super. Der hat ein bisschen groß zum Moon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erst hier ran muss an die Jungs. Schwer zu sagen. So, Gebiet durchsuchen, Insel absuchen, 2650 Meter, Auskundschaften beendet, gut. Da oben war auch noch ein Sniper, der ist mal wieder weg, ja, nicht? Der ist weg, ja. Habe ich hier einen Fokus? Ja, ich sehe deinen Kopf nicht. Der läuft hier mal, guckt da mal aus. Der fährt doch nicht mal raus? Nee. Der läuft ja immer zur anderen Seite. Jetzt guckt der jetzt hier raus auch nicht, da auch nicht. Die haben jetzt eine Leiche. Nee, an den komme ich nicht ran. Also muss ich hier wieder rum. Egal. War nur ne.
Lungentreffer. Ja, sowas hatte ich mir schon gedacht. 10 Kills durch Organschüsse. Wieder ein kleines Achievement gekriegt. Ich soll die Insel absuchen. Nur nach Wasser. Ja, einmal speichern hier schnell. Steht auch noch, was ich absuchen soll. Wo Insel absuchen steht da. Ein Paket für Richter wird beim Treffen geliefert, muss ich finden. Und hier, wo ich bin, ist auch irgendwas direkt vor der Nase. Dann latsche ich da mal vorsichtig hin. Von wo? Hä, von wo? Oh, beim Fenster irgendwo, aber ich sehe keinen. Ist keiner. Ach da, der hat mich gesehen. So, Alarm ist aus. Perfekt. Das ist Wahnsinn, wie die KI einen sieht. Guck mal, ich habe ja noch genug Zeit, was zu machen. Ist trotzdem Wahnsinn. Muss ich aber aufpassen. Über mir ist einer. Die Frage ist, wie viele noch sind. Ich kann es ja mal da drüben probieren. Da kommt man auch hoch nach, ja. Gehen wir hier hoch. Dass nicht hier einfacher ist, hochzukommen. So, jetzt habe ich mich dem Ding genähert. Hier ist eine Kiste zum Aufmachen oder zum Verstecken? Ach, nur eine Brechstange suchen. Aha, ja Gott. Ist ja wieder was Interessantes drin für mich. Ja, es ist schade, dass man die Sachen, die man in der Mission vorher an Werkzeug gefunden hat, dass die dann plötzlich weg sind. Schade. Oh. Komm. Oh, lass sie fallen. Ich hatte gedacht, hier komme ich weiter. Schade, mit Zitronen gehandelt. Das heißt, wenn ich eine Brechstange brauche, ist in den Kisten was Interessantes drin. Ich glaube, der Sniper, der interessiert mich nicht. Ich glaube, die Soldaten, die da oben rumrascheln, ich höre sie, ja. Die interessieren mich jetzt viel mehr. Dieser olle Sniper hier. Operation Kraken, whatever it is. The Abbey here at Beaumont-Saint-Denis has the answers. Meeting could be taking place anywhere. Got to find some leads. Ja, das heißt für mich, ich muss in das Schloss da rein. Das habe ich schon ausgeballert vorher schon. Also eine Brechstange wäre jetzt nicht verkehrt, nehme ich an. Und eine andere Waffe in die Hand. Loot ich die erstmal ab hier. Nothing else to find. Für ein Auto. Tschüss. Ich würde den Typen gerne wegtragen. Anlesen, Flugzeug, das ist kein Auto. Gewärme und ist gar nicht verkehrt. Ja, Steps. Suchen wir den Kameraden. Der kam ja mal hier rein. Ist das hier Küche? Ist noch was zum Looten? Ich
Schlossknacken. Komm, Schlossknacken. Komm, Schlossknacken kann ich doch. Hä? Wo kann ich das Schloss nicht knacken? Jetzt. Guck mal, was da drin ist. Oh, ich werd gescoutet! Moni! Was ist jetzt los? Kann ich schießen? Oh, ich bin in der Wand festgebackt. Cool. Ey! Gibt doch nicht! Du kannst es nicht nehmen hier! Ihr backt was. Schon wieder, ey! Aber hier ist doch was nicht in Ordnung. Der Schuss hätte gar nicht funktionieren dürfen. Ich bin schon wieder in der Wand festgesteckt. Also jetzt war es noch nicht so ganz optimal, würde ich sagen. So, aus dem Grund. Aus dem Grund muss ich hier ganz schnell raus und einmal speichern. Nicht, dass ich hier wieder in der Wand stecken bleibe. Also wie gesagt, den Kill hätte ich nicht machen dürfen. Wobei der andere Offizier hatte mich ja auch gehittet. Der hätte mich auch nicht treffen dürfen. Eigentlich nicht. Nicht in der Posi. Das heißt, ich lasse auch ein bisschen zu verstecken. Wollte mich anfangen zu suchen. Wo komme ich da hin? Kann ich da irgendwo hochklettern? Was, die aus dem Auto haben mich gesehen? Geht doch gar nicht. Hä, von oben? In Bewegung! Ich werde jetzt spawnen, die gleich wieder aus dem Nichts. War doch gerade einer, hä? Ist er weg? Direkt vor. Ich raff jetzt gar nichts mehr. Er ist direkt über mir, aber wo? Ich komme ja gleich aus dem Nichts, der Kamerad hier. Oder ist ein Gebäude über mir, kann auch sein. Hä? Über mir? Na komm, Karl! Mehr Sorgen macht mir der Kerl über mir. So, uploaden kann ich die Knöllchen jetzt nicht. Ich würde gerne in das Haus hier rein, aber ist alles zu, oder? Ja, in das Haus kommen wir nicht. Schade, schade, schade. Also, bleibt mir nichts anderes als speichern, falls ich sterben sollte. Ja, wo sind die? Ja,
Ich muss mich erst durchballern, bis ich hier in das Schloss kann. Wo bist du? Bis ich hier in das Schloss kann. Da werden es noch etliche. Da ist der Sniper. Wo ist mich? Der weg. Ich hatte gedacht, er hätte eine Granate am. War doch ein Sniper gerade, oder? Aber wo? Wo ist der Sniper? So ein Sniper, aber. Der blinkt immer ganz kurz auf, der Sniper. Und dann. Dann ist er wieder weg, komisch. Da ist doch kein Fenster, nichts. Vielleicht wieder schwere Schritte. Und die Pose ist gar nicht schlecht. Von hinten kann keiner kommen. Ich denke, da kommt gleich einer raus. Und das muss ich ein bisschen feiner justieren, ja. So geht es einigermaßen. Ja, komm, was machen wir? Im Rücken? Jo. So. Ich würde ja die Jungs gerne uploaden, aber der nächste pusht schon. Der kommt wahrscheinlich gleich wieder hier. Ja, und den anderen Rücken nach. Das wird ein langes Match. Sind schon über 30 Minuten gespielt. Und ich bin dem Schloss noch kein bisschen, nicht großartig näher. Der will seine Kameraden retten. Heilen. Das muss ja, ich finde ich auch cool. Muss ich ganz an die Puppe. No ammo. Weapons empty. Ja, und das hätte jetzt auch nicht passieren dürfen. Ich habe jetzt versehentlich die Moon, die Waffe des Gegners aufgenommen, obwohl ich nur drüber gelaufen bin, das wollte ich gar nicht. Aber wo, den sehe ich. Ach, der ist hinter der Säule. Na komm. Dann. Das könnte hier hart werden. I better find some ammo. Ja, ganz dringend. Ja. Heal und Ammo brauche ich ganz dringend. Aber ich traue mich nicht da vorbei. Ich komme hier runter, bin ich tot. Mist. Der Sniper hat ein saugutes Aim da oben. Das Blöde ist, der sieht mich irgendwie durch die Bäume. Ich kann ihn aber nicht sehen. Das heißt, mir bringt das auch nichts, hier die Kameraden abzuluten. Bin ich nämlich tot. Ist jetzt weg? Nee. Der Sniper da oben noch rum. Aber jetzt ist ja. Na, der ist da. Ah, ich brauch dringend. Heal. No more to find here. Ja, no more to find here. Bitte heal. Granate voll. Oh, ganz dringend heal. Hab hier heal. Aber ich muss in die Richtung leider wieder speichern. Verband, sehr gut. Normal Verband, perfekt. Jetzt hat er schon wieder Waffe gewechselt. Gibt's doch nicht. Also da ist irgendwas faul. Das ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich bin nur über den Kerl drüber gelaufen. Nee, hier ist keiner. Hier ist doch keiner, Mann. Hier ist der liebe Onkel Karl Fairburn, der jetzt das Spiel ganz schnell speichert. Damit er nicht verkackt. Jetzt habe ich nämlich die MP des Gegners in der Hand, obwohl ich sie gar nicht in der Hand nehmen wollte. Also da muss irgendwas faul sein.
Weil ich habe nirgendwo eine Einstellung gefunden. Das war. Steht hier. Sabot. Ich habe nirgendwo eine Einstellung gefunden, in der steht, dass man Waffen automatisch aufnehmen kann. Der Sniper steht da oben noch irgendwo, oder? Ja, er steht ja immer im Weinlaub, deshalb konnte ich den auch die ganze Zeit nicht sehen. Staff car. Must be one of the meeting attendees. Might be able to find some information here. Ja, da muss ich wahrscheinlich gleich rein. Die Anhäuser sind jetzt so. Diese eine Brechstange bräuchte ich auch noch, weil es sind ja so viele interessante, schöne Kisten. Kann ich da hinten mir hochschleichen? Und die eine Kiste war ja unten am Wasser. Ist irgendwo. Oh ja, das gefällt mir hier. Panzerfaust brauche ich hier, glaube ich, nicht. Oder ist der Herr Sniper hier drin? Was? Brechstange, endlich! So. Ja. Dann gehe ich da mal hoch. Guck, ob der Sniper hier dran sitzt. Weil es ist weiß über mir. Hä? Aber hier könnte das. Hier könnte der Sniper sein. So, dann. Jetzt wollte ich die. Ne, das will ich haben. Komm. Den Anschlag. Nee, bloß keine Granaten. Komisch. Jetzt auf einmal kann ich ganz schnell auswählen, so wie ich das gehört, und er hat sofort da unten in der Position zum Benutzen. Und dann zwischendurch, und zwar immer dann, wenn ich kämpfe, geht es eben nicht. Wo ist der Herr Schnipper? Ist da noch eins höher? Sitzt da oben wahrscheinlich im Turm, sondern da komme ich nicht hoch, ne? Ne, Turm ist zu. Aber ich höre doch Steps. Schwere Stiefelsteps höre ich. Ja, der war saugut getarnt. Dann stand er immer im Grünen. Nein, nicht tauschen. Abluten will ich. So, und jetzt muss ich in den, ja, im gelben Ring bin ich. Aber ich muss scheinbar auch noch an den roten Ring rein. Da kommt ein Auge. Wahrscheinlich ins Gras hier. Gucken wir mal. Ja, ich bin da, wo das Auge ist. Was zeigt mir das an? Da ist das Paket. Gott. Da muss ich mir das Paket jetzt für Herrn Richter holen. Also ich muss ihm was klauen. Da liegt da hinten. Mine, Granate. Kann ich immer gebrauchen. Mond ist immer wichtig. Die Kiste kann ich jetzt auch mal. Jetzt habe ich die Brechstange. Ja, komm. Was ist da drin? Nix. TNT kann ich mitnehmen. Moment. Päckchen für einen Richter, das muss doch hier sein. Ja, meine Markierung ist da vorne. Also hier muss ich mal das Paketdienst sozusagen anliefern. Ich glaube nicht, dass das hier draußen chillig rumsteht, das Päckchen. Hier in so einem Innenhof glaube ich nicht. Das Päckchen wird irgendwo drin sein. Kann ich es aufbrechen? Die Tür? Nee. Wahrscheinlich ist auch der Sniper, der das hier alle bewacht hat. Nehme ich mal an. Ja, dass man hier nicht so einfach hoch und. Was liegt da? Medkit-Tasche? Keine benutzt. Tja. Das Päckchen wird da vorne abgeliefert? Merkwürdig. Da wurde mir das Päckchen abgeliefert? Hä?
Muss ich jetzt warten, bis ein Auto kommt vielleicht. Gehen wir erstmal hier, wo Halt steht. Vielleicht auch interessant. Wobei mich da schon wieder einer gesehen hat. Jetzt wird der Kerl da vorne an der Wache sein. Aber ich ihn noch nicht sehe, komischerweise. Zack! Hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Der Schuss, den hast du nicht mitgekriegt. Ach, jetzt werde ich hier gepusht. Na gut, komm. Besser ist das. Hat er noch einen Alarm? Den habe ich schon ausgedödelt, den Alarm. Oder? Ne, den habe ich noch nicht ausgedödelt. Jetzt habe ich ihn ausgedödelt, Gott. Ich dachte, hätte ich vorher schon ausgeschossen gehabt. Dann bin ich hier falsch. Ich suche ja das blöde Päckchen. Wer hat mich jetzt, der Sniper? Steht doch keiner mehr. Fenster ist keiner. Schon wieder? Hä, sobald ich rüberlaufe? Wo? Steht doch keiner. Oder habe ich was am Auge? Hä? Jetzt? Ich würde sagen, entweder habe ich ganz Zeit die MG getroffen oder es war so ein Bug. Ich habe da ganz Zeit rüber geschossen, das hat ja funktioniert. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt doch erstmal zum Strand runter. Wahrscheinlich geht dieser Päckchendienst vor. Kann ich am Bein noch mich runterlassen? Kann ich drüber? Kann ich nicht rüber? Nee. Gut. Gut, da ich hier alles frei geballert habe. Sollen die mich mal da hinten suchen? Gehe ich erstmal zum Strand wieder runter und suche diesen Päckchenübergabepunkt. Obwohl, hier werde ich beim Strand sein. Doch. Genau da, wo ich gekämpft habe, ja. Schon wieder ein Bug hier. Soll ich doch sagen. Erstmal hatte ich die doch schon getroffen. Kommt sein Kumpel und pusht. Hinten kommt keiner. Auch hier. Also der Päckchenübergabepunkt, da muss ganz in der Nähe sein. Ist noch nicht ganz klar wo. Da unten vielleicht, da wahrscheinlich. Aber hier kann ich leider nicht runterkriechen. Ist da oben wieder ein Sniper? Ui. Ich glaube, das hat er sich gerade für dich erledigt, Kollege. Aber jetzt erhält mich wieder Knallebumski rot. Ich muss ja da runter zu dem Paketübergabepunkt. Oh, da war so ein armer SS-Kerl. Und dahin ist... Da ist der Herr Sniper.
Wer mich die ganze Zeit... Oh, hier ist rot. Ich brauche aber das Päckchen. Oh, dann machen wir hier das hier, das übliche. Gut, dass ich noch nicht gestorben bin. Aber ich würde sagen... Can't find anything else. Ja, das Scopen, das geht mir, das dauert mir zu lange. Komm. Ist das hier ein Wachpostennest oder was? Hey! Was denn? Hä? Der kam aus dem Nichts. Der hat mich doch noch getroffen, der Knaller. Das Snowscope ist besser. Wie gesagt, ich muss da unbedingt eine Etage tiefer. Hilft nichts. Da vorne ist noch was Schönes. Du warst der Sniper, ja, ne? Das ist das Schöne, was schallgedämpft ist. Schallgedämpft MP, die habe ich ja schon selber. Jetzt habe ich ja nicht tödliche Mohren. Und was es hier noch Schönes gibt. Das. Dann heile ich mich mal schnell auf. Und meinem Hobby wieder nachkommen. Speichern! Speichern, speichern, speichern. Jetzt würde ich aber gerne eine Etage tiefer. Ich vermute, ich muss. Hier bin ich hergekommen. Avis. Anweisung auf Französisch. Also. Ich meine Deutsch-Französisch. Ne, ich muss hier runter. Nur wie komme ich hier runter? Hier ist die ganze Zeit der Sniper patrouilliert. So. Was steht jetzt genau in dem Päckchen? Ja. Schmugglerpier, da finde ich also auch noch was Interessantes. Kann ich nachher noch hingehen. Ey! Ey! Komm mal! So geht das ja nicht! Ey! Was ist das? Ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ganz ehrlich! Jetzt buggt das Spiel wieder hier. Es geht mir langsam auf den Sack. Gut, es ist 2 Tage alt, das Spiel, aber trotzdem! Ich wollte die Waffe! Komm raus und kämpfe! Ich hab die Waffe! Ich hab die Waffe gewechselt! Also, ich hatte eine MP in der Hand. Oh, ne Scheiße, du, ganz ehrlich. Die ganze Zeit eine MP. Wo ist der? Meine MP da weg. Over there. Keine MP jetzt. Also ja, es muss dringend gefixt werden, dass wenn man über Gegner läuft, nicht einfach die Waffen aufsammelt. Jetzt kann ich den schon wieder absuchen. Gut, ist natürlich möglich, dass ich ihn zweimal absuchen kann. Weil ich ihm nicht alles abgenommen habe. Aber das gerade, das war echt Käse. Also, sicherheitshalber speichern. Mann, bevor das wieder in die Hose geht. Na. Das Wichtigste im Spiel ist Speicher und aktuell Heal.
würde ich sagen. Das aktuelle, das will ich. Ne, den kann ich zum Beispiel ja nicht absuchen. So, jetzt gehe ich immer hoch. Wo jetzt hier, was gibt's da? Erste Hilfekasten, sehr gut. So, und da unten muss das Päckchen noch geliefert werden. Also, nicht da unten jetzt mal hin. Komm. Muss doch machbar sein, da unten hinzukommen, ohne von irgendwelchen Winnies geärgert zu werden. Nur wie komme ich die Etage tiefer? Hier ist kein Laub. Runterspringen möchte ich auch nicht unbedingt, also muss ich den Weg nach unten finden, Gott. Kann ich hier runter? Hier komme ich wieder, hier bin ich vorher zwar rüber, aber jetzt komme ich wieder zurück. Cool. Cool. Ja, ah. Hier. Da bin ich vorher hochgeklettert. Das gibt's doch nicht. Ich bin ja gleich wieder oben. Ich muss. Ach, da ist eine Treppe. Ne, da bin ich mal runtergekommen, oder? Da bin ich hergekommen. Und geht mir keine Treppe nach unten. Und jetzt hat er wieder die Waffe des Gegners eingesammelt. Und ich habe nichts gemacht. Ich bin nur über den Gegner gelatscht. Also irgendwie. Es gibt's doch nicht. Sehr ärgerlich. So, jetzt habe ich nämlich wieder ein Gewehr, mit dem ich nichts, das ich gar nicht haben wollte. So, also gehe ich jetzt hier nochmal runter. Geht's wahrscheinlich nur hier raus, ja. Brechstange habe ich schon. Da kann ich mal Plattenspieler machen, will ich nicht. So, bin ich jetzt... auf der richtigen Höhe. Mitnehmen. So. Ja, und das geht für dich auch nicht. So. Ich gehe darüber und jetzt will ich mich fallen lassen. So. Macht er erst beim zweiten Mal. Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich. So, hier war ich aber schon, oder? Ein anderer Alarm. Hier war ich scheinbar noch nicht. Gott. Hier muss das Päckchen immer für den Knüllig sein, oder? Das ist wieder das Gleiche. Ich gehe rüber, will mich fallen lassen, er klettert automatisch hoch. Ja, Gott. Müssen wir wahrscheinlich auf den ersten Patch warten. Also hier sind Unterlagen mitnehmen. They're keeping the island this secure. These checkpoints are bound to have information I can use. So. Hä? Der sieht... Also laut Ansicht ist der über mir. Aber der ist nicht über mir, sondern... Was hat er mir noch mit der MG noch einen verpasst? So, und das Kuriose ist, ich habe jetzt wieder die falsche Waffe im Anschlag. Die ich auch nicht haben wollte. Ich will meine... Ja, und jetzt droppt er nämlich die. Die ich überhaupt nicht einsammeln wollte. Päckchen unten irgendwo sein. Aber wo, Mann, ey. Was hab ich? Ich will die MP habe. Ja. So, jetzt habe ich die MP. Auch seltsam. Ich wähle MP aus. Karl nimmt die Pistole. Komischerweise, wenn ich jetzt sowas mache, das geht dann wieder. Aber runter in die andere Richtung. Oh. Jetzt kann ich nicht ballern, weil ich in der Wand verstecke. Na los. Hey, ich kann mir nicht ballern. Jetzt gibt's das nicht. Ist es diesen Päckchenort finden? Der kann ja mal hier bei mir irgendwo sein. Kann ich hier hoch? Da hoch. Nee, nee, das, ja, und das verstehe ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn jetzt an die Pose um. Das Versteck ist geil, aber.
Ich komme nicht zu dem Punkt, wo ich hin will. Oder doch? Doch, ich muss. Hier oben ist nochmal Alarm. Alarm haben die Jungs hier genug. Den habe ich schon ausgemacht, oder? Ne. Ja, richtig viel Alarm hier. Bolzen zurück. Ist das das Päckchen? Bolzen. Jetzt habe ich einen Bolzenschneider. So. Jetzt habe ich die Geheimdokumente. Endlich. Werde ich mir gleich erst speichern. Weil ich werde jetzt bestimmt gejagt. Was heißt? We're in the top levels of the Abbey. So, was heißt? Time to get climbing. Ja, das Krakentreffen mit Eil. So, jetzt muss ich die Insel wieder absuchen. Aber jetzt habe ich die falsche Pistole. Die habe ich jetzt absichtlich versehentlich eingesammelt. Ist noch so ein Kamerad, habe ich gerade gesehen, einen. Nein! Ja, was war das jetzt? Hat jetzt wieder was eingesammelt, was ich nicht haben will? This will come in very useful. Was wir noch Schönes hier finden können, Geheimes. Was ist das? Also dieses K-Dingsbums-Gewehr, ne? Ey! Die haben aber eben gehabt. Nein, nein! Ja, man darf sich nicht zu lange an irgendwelchen Stellen aufhalten bei dem Spiel. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Jetzt bin ich hier in der Zwangsmühle, Zwickmühle. Weg hier. Sniper, wo? Doch, komm. Ich laufe jetzt einfach drüben hin. Ich soll ja das komische Krakentreffen mithören, also es muss ja da drüben sein. Weil es dringend noch hier, ganz dringend. Oh, mein Puls. Mein Puls ist für den Hintern. Da komm, langsam machen. Dann erstmal speichern, bevor ich zu den Kraken gehe. Ich soll das ja noch. Ich soll das ja. Ah, jetzt habe ich später ich soll das ja noch mithören. Und ich muss aufpassen. Soll ich eine Granate in Anschlag in dritte Position? Ich glaube, das Medkit ist besser. So, gab es hier Verbände drin eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Ich war hier vorher drin. Die Leiter konnte ich. Bin ich ja vorher hochgegangen? Oh. Muss ich in das Hauptgebäude rein? Komm, na, da komme ich nicht drüber. Warum? Ey! Karl, mein Freund! Das wird natürlich auch wieder mies bewacht sein. Das wird gar nicht so ohne sein, da reinzukommen. Und ich war ja schon fast in der Nähe. Oha. Das heißt, ich muss da irgendwie hoch. Also hier komme ich scheinbar nicht rein. Hab den hier auch Verbände rumliegen, Jungs. Das wäre ganz gepflegt. Und dann gehe ich nachher noch zu diesem ominösen Piratenversteck, wenn ich es denn finde. Das ist wahrscheinlich. Oh, ich muss wieder hoch. Schade. Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Aber hier komme ich nicht rüber. Also. Wer sieht mich da?
Von wo? Hat mich gescoutet? Wo? Warum sehe ich denn keinen? Also muss ich da oben hin, um in die Burg reinzukommen? Mist. Das heißt, alles, was ich hier hatte, das... Also, die MG hier wird aber auch besetzt. Ist es zum zweiten Mal, dass ich ihn töte? Den MG putze hier. Ja, und an die Burg komme ich wahrscheinlich nur von hier oben hin. Nein! Hat er mich noch... Hat er mir noch einen verpasst, hier, der Knaller? Deiner Schrott-MG. Hat er wenigstens... Medgezeichnung, wenigstens hier gedroppt. Hast du hier gedroppt, Kollege? Eine Granate. MG-Schütze droppt eine Granate. Na gut, egal. Boah, ich muss wirklich hier hoch. Also gibt's doch nicht. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Einen Anschlag. Was leises, bitte. Oh, oh. Ist da jemand? Nein! Hauptsache, du hast ein Medkit jetzt gedroppt, mein Freund. Pick up, grabbed all I can. Verband, den nehme ich jetzt mal gleich. Aber da kommt schon der nächste. Hä? Halt! Nein! Ich bin hier! Aber die ist... Nein! Das ist zum Kotzen, dieses Nachladen der Waffe. Das ist der letzte Scheiß. Bin tot. Reiß mir aber! Mann! Mann, ich will ein bisschen Spielspaß haben. Vielleicht soll ich das ein bisschen schwächer einstellen, das Ganze. Also ein paar Sachen müssen definitiv noch optimiert werden. Jetzt hier. Warum stirbt der nicht so? Warum stirbt der nicht sofort, der Knallkopf? Nasenbär. So, da oben ist der Knöch, den ich töten muss, also nochmal speichern. Oh Mann, ich... Nein! Nein, 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 speichern. Und ich brauche dringend ein Medkit. Mit den Granaten kann ich hier nichts... Oh, oh, also... Das ist mir auch ziemlich... Aber ich muss da reingehen, ja, das wahrscheinlich. Und was ich verstehe ist, jetzt lädt Karl relativ zügig nach, wenn ich so rumschleiche. Im Kampf habe ich was so den Eindruck, kriegt er das nicht hin. Ist logisch, dass ich regelmäßig nachladen muss. Gar keine Frage. Aber ich habe so den Eindruck, wenn er angegriffen wird, dann dauert das umso länger. Oh, da drin wird aber knallrot sein. Da muss ich jetzt irgendwie stealthen machen. Kann ich hier hochklettern? Oh! Kann man das Weinlaub irgendwie hochklettern? Ich probiere es mal. Nee, kann ich noch lernen. Schade. Es wäre top gewesen. Wahrscheinlich komme ich um einen Fight. Wahrscheinlich komme ich um den Fight nicht rum. Na, komm, mein Freund. Vielleicht hast du ja Medkit für mich, mein Freund. Oh oh. Langsam geht meine Moon aus. MP-Moon habe ich noch genug. Guess I grabbed everything useful. Da haben wir Pistolen-Moon. Aber hier sind welche drin, das ist mir ganz klar.
habe nur den einen Haupteingang, ja. Also ich muss in diese olle Kirche rein, hilft nichts anders. Zweiten Eingang wird es hier nicht geben, schade. Ja, und das verstehe ich nicht, geben die Alarm, die Knallerbsen weg hier. Muss das anders lösen. Geben es irgendwie Alarm. Kann ich denn hier hoch wechseln? Wenn ich hier hoch könnte. Ne, hier kann ich auch nicht hoch. Was haben wir hier? Medkit? Ne, Flaschen. Bierflaschen brauche ich nicht. Ne, ich komme dann nur durch den. Durchs Hauptportal rein, scheint mir so, oder? Gibt es hier zufällig noch einen Nebeneingang? Nee. Hier chillt scheinbar hier noch rum. Was ist das hier? Ist der Mond rein? Medkit? Er ist safe, ganz perfekt. Ja. Jetzt habe ich ihn in der ersten Position. Nein! Ich muss hier ganz dringend weg. Die machen mich fertig hier, die Jungs. Jetzt pushen sie mich. Nein, ich bin in der Falle. Ich denke mal, ich bin in der Falle. Oh nein, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Das ist nicht gut. Die Idee war nicht gut. Die Idee war nicht gut, hier ran zu flitzen. Nein, hier ist eine. Oh, ich muss hier zurück. Die Idee war überhaupt nicht gut. Die Idee war nicht gut, gar nicht gut. Ich habe nur so ein paar Schluss geht noch. Und wieder, das verstehe ich nicht. Gibt's Alarm noch? Alarm im Darm. Ein Alarmwicht ist das. Pusht der mich jetzt? Nee. Der lässt mich in Ruhe, oder? Damn. Ja, Pukio, ganz ehrlich. Reinforcements. Mann, weg hier. Quiet. Ich muss ab, aber das ich weiß auch nicht, wohin ich mal abhauen muss. Die kommen ja auch aus allen Ecken gekrochen, die Willis hier. Mann! Vernichten, vernichten. Lecken Sie mich in der Hose, mein Freund. Kommt von da oben, von da unten. Ich muss weg. Das gibt's doch nicht! Ich hab keine Chance, Mann, ey! Bin tot, bin. Offizier im Sack, du! Jetzt haben wir die falsche Waffe aufgenommen! Das muss geändert werden, ganz dringend! Jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich eine MP vom Deutschen genommen. Die wollte ich gar nicht haben. Mist! Der letzte. Also muss. Wäre ich doch mal lieber da reingegangen. Wenigstens kann man die Soldaten manchmal zweimal absuchen. Das ist gar nicht so verkehrt. Muss ich brauchen Versteck, muss mich heilen. Komm her, mach auf, mach auf! Rainer, Rainer, komm, kannst du auch zumachen die Tür wieder? Nee. Ja, ich hab nur das Medkit, ganz toll. So ein Verband hier, Nachschubtasche. Ist irgendwas drin, aber nicht das, was ich brauche. Der Mann, der Alarm. Verband, ja, super! Wenigstens einen gefunden. Muss ich gleich ganz schnell speichern, sonst bin ich tot. Vielleicht. Oh, da habe ich Glück gehabt. Alter. Ich wollte gerade sagen, ich muss ganz schnell speichern und Highground mir holen. Ich glaube, der Highground ist. Jetzt kann ich nicht weiter. Oh.
Das ist ein geheimer Eingang zufällig in das Schlösschen. Einmal speichern vielleicht. Na komm, speichern. Ach nein. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass das hier kompliziert ist, auf den Glockenturm zu kommen, was er Autospeichern hat gemacht. Okay, meetings being held beneath the bell tower. Time to get climbing. Nein! Hey, Mann! Du bist eigentlich tot, mein Freund! Und ich bin nicht tot! Das ist zum Kotzen! Zum Kotzen, ganz ehrliches Spiel. So, und jetzt warten die auf mich, bis ich geheilt bin. Ja, jetzt muss Kai Gustav erstmal hier nach. Ja, nein, ich bin tot! Mein Kai Gustav. Kai Gustav nämlich eine halbe Stunde zum Nachladen braucht. Und wieder die falsche Waffe im Anschlag hat. Das ist zum Kotzen, ist das, ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn man hier über einen deutschen Soldaten läuft, kriegt man eine Waffe in die Hand, die man gar nicht haben will. Das ist zum Kotzen, ganz ehrlich. So, und die treffen. Die haben super Aim, die Jungs. Ich bin tot. Das ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Es geht mir so auf die Nüsse. Habe ich da kein Medkit und nix, weil ich das gerade wegen dem Quatsch da verschwenden musste, ja. Ach, Bandys habe ich. Der letzte. Also, geht mir richtig auf die Nudel, geht mir das, ganz ehrlich. Dann speichere ich schon an 1000 Stellen. Und immer dann, wenn ich es nicht erwarte, kommen die Willis aus allen Ecken gespawnt. Nein, ich will nicht. Und das ist. Also, die müssen ganz dringend hier was machen, die Jungs. Ganz dringend. Der Weg hier hoch war ja gut, dass ich mir den genommen habe. Was mich nervt, ist, man läuft beim Deutschen rüber, wählt keine Taste aus, weder am Controller noch an der Maus und schwuppdiwupp hatte ich eine falsche Waffe in der Hand. Das ist extrem. Ja. Das ist extrem ärgerlich, so. Und jetzt habe ich wieder. Ja. Kann ich noch abhauen. Ja. Super, ich bin. Mann! Die ganze Zeit ist kein Deutscher da und dann kommen sie aus dem Nichts. Ich sehe, dass das der Rot ist. Bin ja nicht doof. Sehe ich ja. So. Das kann ich zunehmend mich schnell heile. Ja. Aber hier werde ich natürlich wieder kein Medkit, nichts finden. Na, so ein Mäusemelken ist das. Ist da vorne wenigstens ein Medkit oder ist das? Oh, hier war ich das. Kann ich es auch machen? Also, ist extrem nervig, muss ich sagen. Ja. So, jetzt kann ich die Verbände wieder nicht nehmen. Ja, ja. Jetzt muss ich wieder 10 Meter Abstand haben. TNT voll, ich will die Verbände haben. Jetzt kurz mal heilen kann. So. Und das ist auch ein bisschen nervig, immer dieses. Also ich baller eine ganze Abteilung frei. Kein Deutscher merkt was. Ich kann da relativ stealth mich bewegen. Ja, super. Andere verschlossen. Toll. Ich brauche dringend noch hier, sonst habe ich verkackt. Aber ganz dringend. Hey, look over there. So. Vielleicht soll ich auch meine MP in die Hand nehmen. Aber da kann ich noch einmal nachladen. Dann ist da auch Essig. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die Deutschen doof sind und ich da vernünftig in diese Kirche kann. Mein Karl hat ja vorher was. Aber da konnte ich auch nicht richtig zuhören, weil ich kämpfen musste. Hat irgendwas gesagt, ich muss auf den Glockenturm. Meine ich, hätte er gesagt. Irgendwas mit Bell Tower habe ich gehört, aber ich bin mir nicht sicher.
Meine, er hat der Bell Tower gesagt. Meine ich. Ah! Das war mein Fehler. Ich wollte nicht die deutsche MP haben. Ich wollte ihn absuchen, den Kerl. Verband, oder? Ne, Munitionsstandard. Also, ich gehe mal davon aus, dass der ganze Belt, der ganze Turm wieder von Gegnern verseucht ist. Weil hier waren ja schon etliche. Also mal speichern. Gehe ich mal stark davon aus, dass die mich wieder pushen. Die da oben habe ich ja schon weggedödelt. Die da unten ja auch. Ich brauche dringend hier, wenn ich da reinpushe. Ja, immerhin Munition, Granate voll. Also ich nehme mal an, dass das der einzige Weg hier hoch ist und der wird jetzt... Oh, nein, nein! Und das... Also man muss... Da muss ich dran denken, auf den Gegner gucken, nicht auf seine Waffe. Wo ist die Frage? Ich muss hoch. Also Glockenturm ist ja oben. Ist da noch was zum Mitnehmen? Ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich einer ums Eck. Hier mal, was ist das hier? Medkit. Flaschen wieder. Gibt ja Leuten. Ja, damn. Ja. Still a long way up to the bell tower. Und ich meine, das hat... Keep climbing. Better keep climbing, ja. Aber wo? Und ich meine, mit dem Glockenturm, das hatte er schon vorher mal gesagt. Ja, Bierflaschen. Ich meine, Bierflaschen. Ich brauche Heal. Better keep climbing, ja dann. Oh. Wahrscheinlich kommt mir jetzt gleich ein Deutscher wieder aus dem Nichts entgegen. Da kann ich nicht hochklettern. Hier Schicht. Supi. So place is a maze. Hey! Got to be close to that bell tower by now. Ja, jetzt ganz komisch. Jetzt kann ich wieder ganz schnell heilen, aber. Ich gehe mal davon aus, da muss Rebellion noch dringend was fixen. Das ist Situation, an die ich mich ganz schnell heilen kann. Und dann wieder so Situationen, wo ich mich überhaupt nicht heilen kann. Can't find anything else. Mitnehmen. Ich muss den Einknöcher töten und den Glockenturm. Oh. Was ist das? Was ist das? Panzer bei Helm mit Pistole. Harte Moon, also. Hier geht's wohl noch runter, oder? Hier geht's nochmal hoch. Dann geh ich doch mal hier hoch. Boah, ist das rot, das Gebiet. Wahnsinn. Oh oh. Ich kann den Besprenger einfach aufsprengen, ja. Kann ich da irgendwie hoch? Die kommen von hier, mein Freund! Das ist auch merkwürdig. Ich sollte diesen Körper durchsuchen. Die Jungs... Also, ich bin ja nur an den Raum geschlichen. They were talking in circles. The real information I need is in those dossiers. Time to grab one and leave. Den Knöchel muss ich töten. Was sind Sie? Deine Kinder? Kämpfen Sie die Männer? Kann ich da durchballern? Haben wir uns gehört? Was ist da? Kann ich von hier oben töten, vielleicht den Knölch? Auf den Schlafraum, hier ist was geha...
Erste Hilfe, lass ein bisschen heilen. Ja, weil das gibt gleich Party. Und ich habe es bis hierhin geschafft. Im Bett. Da geht's noch höher. Mal gucken, wie ich da hochkomme. Hä? Da darf ich nicht hoch. Da darf ich jetzt nicht hoch. So eine Leiter. Aber die ist nicht erlaubt. Schade. Wahrscheinlich ist das nur eine Leiter in die andere Richtung. Verstehe ich zwar nicht so ganz. Doch, geht. Ein bisschen Geduld braucht man manchmal scheinbar. Jetzt bin ich aber hier beim Glockenturm. Jetzt habe ich ein gutes deutsches Gewehr auf jeden Fall. Noch höher geht's nicht, oder? Nee. Das bin ich im Glockentürmchen und nur. Kann ich dir von hier oben den Alarm nichts ausballern? Ne. Die Frage, kann ich jetzt runter oder pushen, nehme ich jetzt? Ich riskiere es einfach mal, komm. Jetzt bin ich hier in dem Raum, wo das Bett ist. Bauen die sich bis hier oben hin? Wenn der Lama ausgehen würde. Aufgehalten bin ich noch. Das gute deutsche Gewehr hat nur 3 Schuss. Oh, Lama hört auch. Over there. Nein, nichts Oberseher. Das ist mein Gewehr. Pushen nehme ich jetzt hier. Jetzt bin ich in dem Raum, wo ich... Ich habe Angst, dass sie hochkommen. Ja, da kommen welche hoch. Dann bade ich mal die ab. Da kommen welche hoch. Das heißt, ich sollte vielleicht mal eine MP in Anschlag nehmen. Kommen 100% welche hoch. Also die äußeren Ringe, die äußeren roten Ringe sind irgendwo ganz weit draußen, aber... Ich habe da unten ja dummerweise... Push mich tatsächlich, das gibt's noch nicht. Zeig dich, du Hinterhältiger Mistkerl! Komm raus! Wie viel Hits hätten der aus? Was zur? Ja, ist. Ja, das war wieder typisch. Für das Spiel, muss ich sagen. Speichern. Das fand ich auch wieder typisch, muss ich sagen. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, mit der dass die KI doch so schlau ist, muss ich ja sagen. Den kann ich nicht töten, wenn ich ihn durchgeholle. Fabian Richter, SOE wants you dead, and I'm not one to disappoint. That's Richter off the list. One less officer for Kraken. Hä? Hä? Der ist so tot da unten. Was erzählt er mir denn da? Ach, da wird noch der andere. Der andere Fuzzi auch noch sein? Nee. Der, wie heißt der? Der Möller wird da unten nicht sein. Aber ich hab hier wieder eine Idee, speichern. Weil ich los, Männer! Fürs Vaterland! Da ist doch keiner mehr. Hä, der lebt noch? Hä? Ist er tot? Wer war das jetzt? Ach, noch einer, ach, waren 2. Seidel und. Ach so. Trotzdem muss ich da noch rein mit die Unterlagen holen. Na Gott. Ja, meine MP in Anschlag. Und wir speichern.
Da musste ich zwei töten, musste ich gar nicht. Ich dachte, da stand vor nur ein töten, oder stand da? Ja, musste ich zwei töten. Da unten zum Strand gehe ich nachher noch. Zu diesem geheimen Piratenversteck, was mir vor... That's all. Nur ich habe jetzt ein bisschen Schiss hier runter zu gehen, ganz ehrlich. Das Gute ist, dass ich dem einen Offizier, ich weiß gar nicht, ob dem hier oder dem da hinten, als weggespawnt. Dem hatte ich ja halt den Schlüssel abgenommen. Nein! Oh, ich mach Sprengler, ist egal. Komm. Ich wollte eigentlich die Tür seriös öffnen. So, machen wir die eine Tür öffnen. Offiziell auf. Die andere mit Sprengladung. Noch mehr von der Sorte? Der lebt noch? Oder das Buggy, wie oft. Ach, noch einer! Hatte der. All the officers involved with the meeting are dead. Not exactly subtle. Ach, but should slow down whatever Kraken is. Der hatte noch einen dabei. Das wusste ich nicht. Hab ich. Got all the information I need. But this dossier will make for solid proof of Kraken. Dann habe ich all right, time to get off the island and start taking down Kraken. Dann habe ich das wohl falsch gelesen. So, jetzt sehe ich noch zu, aber erstmal speichern. Nein, nicht laden. Voll auf der Hektik. Dann sehe ich jetzt noch zu, dass ich hier dieses, also mir vorher schon beim Suchen angezeigt hat, dieses Piratenversteck. Das könnte ja auch interessant sein. Das will ich noch haben. Schmugglerpier. Was ist denn das? Schmugglerpier. Komm, das interessiert mich noch, was das ist. Mein Problem wird jetzt nur sein, dass ich hier durch den ganzen bescheuerten Turm, den ich gerade mich hart hochgekämpft habe, runter muss. Aber irgendwo gab es doch eine Seilbahn, meine ich. Habe ich davor beim Kämpfen gesehen gehabt. In einem der vielen Räume war doch irgendwo eine Seilbahn. Aber ich gehe jetzt mal zu. Ne, falsche Richtung. Oh ja. Feinde machen Jagd, da muss ich jetzt aber ganz schnell verpieseln. Trotzdem interessiert mich nur das Schmugglerpier. Wobei das Schmugglerpier, wie viel Meter ist das? Geht 120 Meter. Ist aber natürlich genau in der falschen Richtung. Egal. Aber vielleicht finde ich da auch wieder nichts. So wie gestern in der Mission, als ich die Bilder gesucht hatte. Und dann nicht... Oh. Da geht es durch die Kirche wieder raus. Jetzt wieder hoch. Ach, guck mal, wie gemein. Da komme ich gar nicht rüber. Na gut, da muss ich halt hier raus. Egal. Hier oben war ich noch nicht. Vielleicht finde ich noch was Interessantes. Ne, hier oben war ich noch nicht. Ich bin auf der anderen Seite hochgekommen. Doch, hier war ich schon. Oder? Doch. Bin von hier gekommen, wo die Flaschen in dieser Nische lagen. Ja, hier musste ich ja so heftig kämpfen. Ich hätte bald verkackt. So, jetzt muss ich auch meine Markierung suchen. Aber ist geil, dass man die Jungs zweimal absuchen kann. Ja, jetzt finde ich Verbände, die ich vorher die ganze Zeit gebraucht hätte. Aber ich gehe jetzt wieder mal raus. Jetzt einmal zu diesem Schmugglerpier. Gucken, was es da Geheimes gibt. Es wurde mir zwar vorher nicht angezeigt, was da Geheimes gibt. Was? Wie? Wo? Wo? Das war ein Headshot, mein Freund. Oh, oh. Bin ich hier schon wieder drin? Oh, Kackwurst. Kackwurst! Wo ist jetzt hier? Ich glaube, zu einem Schmugglerpier gehe ich doch nicht mehr. Ich suche jetzt hier ganz dringend noch schnell dieses, wo ich mich absagen kann. Jetzt bin ich hier, wo es vorher schon so eng geworden ist bei mir, mit Kämpfen. Oh! Hä? Ach, den musste ich auch noch töten. Wusste ich nicht. Weg, tschüss.
Das habe ich gar nicht gewusst, dass ich da noch einen töten musste. Ah, perfekt. Dann muss ich jetzt aber ganz schnell weg hier. Trotzdem interessiert mich noch die... Reinforcements. This is gonna make things tricky. Ja, macht die Sache nicht leichter. Hast du natürlich recht, mein Freund. Zumal es ja auch nicht so einfach ist, rauszukommen aus diesem Labyrinth. Aber mich interessiert ja noch ganz dringend... Ah, komm, komm! Ich geh da hoch, Karl, mein Freund. Schieß doch! Mann! Es dauert mir einmal zu lange, dieses No-Scopen. Bis Karl so ins Quark kommt, das dauert immer ewig. Scopen geht ja super, aber No-Scope, das ist schwierig bei Karl. Und jetzt hängt er fest. Jetzt kann, aber vielleicht wird das auch nochmal verbessert mit No-Scopen. Ah, es muss. Das ist mal der kleine Waffenanschlag. Ah, wahrscheinlich. Ah, um jetzt zum Schmugglerpier zu kommen. Hier komme ich ja nirgendwo raus, oder? Nee, das war ja auch beim Hinweg schon so schwierig, weil alles zu ist. Muss ich den ganzen Hof wieder runterflitzen? Egal. Waffenkammer, das Ding springen wir jetzt. Looks like they don't want visitors. Must be something important behind there. Es gibt da Dossier, Sprengladung. Natürlich nicht. Waffenkammer, was gibt's hier? Shanes. Bergmann will ich jetzt nicht. Hier komme ich nicht raus. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich hier rauskomme. Ne, ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Ach. Und den darf ich dann gleich wieder in die andere Richtung laufen. Aber mich interessiert jetzt ganz dringend noch dieses Piratenversteck. Ich meine, ich bin jetzt in der Mission so weit gekommen. Nein. Wie viel ist jetzt wieder gelb? Soll ich mir den Piratenversteck lassen? Ach, ich neugierig bin ich ja schon. Ab zum Piratenversteck, los, komm. Es wird wahrscheinlich draußen irgendwo am Strand sein, nehme ich an. Guck, wo dieses Piraten versteckt ist. Hä? Ist klar, Karl. Hä? Verbackbar. Den habe ich jetzt schon zum vierten Mal getötet, glaube ich. Oder zum dritten auf jeden Fall. Da war was buggy und ich vermute. Bei den ersten Mal töten war das auch buggy, weil der plötzlich wieder aufgestanden ist. Jetzt geht ja mal den Piraten. Piraten, müssen wir ja mal langsam machen. Irgendwas ist das Piratenversteck. Vielleicht ist das auch gar nichts Interessantes. Aber dann muss ich den ganzen Weg auch wieder zurück. Egal. Und ich vermute, von hier aus komme ich auch nicht. Kann ich auch das Gebiet nicht verlassen, nehme ich an. So, das Piratenversteck muss ja gleich um die Ecke sein. Nein, hier war ich aber vorher schon. Hab aber nichts gefunden. Ganz am Anfang der Mission war ich ja hier. Ne, in dem Haus war ich noch nicht. Ich bin hier nur vorbeigeflitzt. Das ist das Piratenversteck hier. Was ist da drin? Toll. Nix. Was ist alles für Umme? Hier ist das Piratenversteck. Ah, da kann ich einen Strandort freischalten. Sonst nix. Ich dachte, da gibt es noch irgendwas. Oh. Und da Karl nicht schwimmen kann, muss ich jetzt wieder zurück. Schade. Na gut, speichern wir erstmal lieber. Ich war nur neugierig, aber es war klar, dass hier. Also,
Wenn ich mal ehrlich bin, es war klar, dass da nichts sein kann, denn ich musste Dokumente finden, musste insgesamt 4 Leute töten, wovon ich von 3 nur was wusste. Ich denke, der dritte, der Chef der Spionageschule, entweder wurde mir das vorher auf Englisch erzählt und ich habe mir aufgepasst, oder es wurde mir gesagt, als ich gekämpft habe und ich habe es nicht mitgekriegt. Ich gehe mal davon aus, dass es eine 3-Sterne-Mission jetzt ist, wenn ich hier fertig bin. Was ist das hier noch? Mitnehmen. Ja, das heißt, ich darf jetzt aber wieder hoch in das komplette Schloss. Mal gucken, ob der MP-Schütze... Der MG-Schütze steht da schon wieder. Du bist tot! Ja, der ist buggy. So oft wieder hier spawnt. Ja. Der ist gestorben. So tot, oder, Brody? Ja, der ist tot. Ich kann ja durchsuchen. Und der da oben, den MG-Schütze, der hat uns auf Blatt geklöppelt. Ah. Vielleicht soll ich mal... Bitte. Hä? Der ballert doch gar nicht auf mich. Ja, da ist auch was buggy, denn der hat, wie man sieht, da die ganze Zeit hier die Mauer angeballert. Also gut, ist klar, da muss noch ein bisschen was optimiert werden bei dem Spiel. So, Karl, komm, nimm die MP in die Hand und dann wieder ins Schloss rein und ab dafür, bevor hier wieder Gegner kommen. Ich denke mal, hier im Schloss werden nicht mehr so viele sein. Die sind ja alle, habe ich ja fast, ich gehe mal noch aus, alle getötet oder fast alle wenigstens. Ich sehe jetzt zu, dass ich an den Strand komme und das Gebiet hier verlasse. Eine Ewig-Mission. Ich habe es gar nicht aufgepasst. Also über 2 Stunden sind es auf jeden Fall. Ich muss gleich mal auf meine Aufnahme gucken. Ja, können sogar fast 3 Stunden gleich sein. Ein bisschen brauche ich ja noch, bis ich unten bin. No. Muss gerade mal eine kurze Pause machen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich hier durchs ganze Gebiet muss. Und auch da unten will man schon wieder von Soldaten. Ach nee, das war ja auch nicht anders zu erwarten. Für Steps. Also ich hoffe nicht, dass ich wieder durch die ganze Kirche muss. Ach, kurios, die Gegner spawnen weg. Gleich da runter? Nee. Die Gegner spawnen also weg und die Waffen bleiben da. Interessant. Das sieht also aus, als muss ich durch die Kirche durch. Nein. Och, ich kann... Deutschland einfach das? Was? Hören die mich? Ich muss da runter. Und das geht wahrscheinlich hier nur lang. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich kommen die jetzt hier gleich zu Hunderten. Jo. Haben die anderen das nicht mitgekriegt, ne? Das wird aber gelb, da unten wird das gelb. Ich hab das jetzt schon wieder mitgekriegt. Es hat geballert, ja. Ist da niemand den Kill? Kann ich da durch? Kann ich hier durch? Wieder in der Kirche drin. Nein. Gibt es hier eine Abkürzung? Irgendwie, dass ich abhauen kann? Wahrscheinlich nicht. Bei Absicht. Ich muss... Oh, alles weiß hier. Überall Soldaten. Ja, es war klar. Ich muss da durch. Ich muss die Treppe da runter. Das gibt's nicht. Also über mir, Gott. Man ist ja cool gemacht, diese Kirche oder Kathedrale, was das hier ist. Muss man ganz klar sagen. Sieht schon. Ah.
Warum brauchst du einen Jäger Millionen von Schuss? Da ist wieder einer. Das ist klar. Wäre ich gepusht. Ja. Das heißt, ich kann mir jetzt überlegen, wie ich hier durch die Kirche heil rauskomme. Mach einen Klump mit Soße, ganz ehrlich. Ja, ich... Ja. Okay. Ja, komm. Vielleicht sollte ich auch mal eine Spielpause machen und warten, bis der nächste Patch kommt für das Spiel. Aber ich habe so den einen an vielen Stellen, so wie jetzt hier, buggt das ganz hart. Oh. Ich einmal im Kreis glaube, kann ich hier abhauen. Nee. Nein, ich muss also hier runter, aber hier oben war ich doch gerade schon, oder? Ja, hier war ich schon, nein. Oh, es ist zu korken. Hier bin ich hergekommen, ja. Ich muss da runter. Ich muss an diesen vielen Millionen Deutschen vorbei. Gut, ich kann natürlich jetzt da vorne probieren, in die Kirche. Ich meine, oben in der Kirche. War da nicht irgendwo ein Seil? Und das ist auch nicht normal, dass Karl immer eine halbe Stunde nachladen muss. Und die ballern wieder die Gegner, ist klar, die haben wieder super Aim. I'll need to deal with that alarm later. Na, reinforcements. I'll be outgunned if I'm not careful. Ey, von wo kommt der denn? Hä? Ah. Feuer frei. Mann, ey. Vom ihr Knallerbs aus dem Nichts. Nein! Hä? Hier ist der Bug da was. Der rennt durch mich durch. Was ist das für ein Klump? Ganz ehrlich. Boah, Kavi, eine halbe Stunde zum Nachladen, Mann! Das nervt langsam, ganz ehrlich, das nervt tierisch. Kein Bock mehr. Karl und sein ewiges Nachladen immer. Mann, und die halten 100 Hits aus hier, die Jungs. Gut, vielleicht ist auch da, weil ich hier Alarm ausgelöst habe und ich nicht ruhig genug war. So, jetzt habe ich wieder kein Medkit und nix. Das ist doch alles Schlunz mit Soße, ganz ehrlich. Ich muss da jetzt durch, leider. Was? Hier kann ich auch nicht abhauen. Was ist das? Medkit? Komm, einmal speichern. Ey. Das kann doch nicht sein. Das Spiel ist fast fertig. Ich bin durch. Ich habe das Schwierigste geschafft. Und jetzt pushen sie mich. Mann. Ja, und ich muss da runter. Ich kann ja auch nirgendwo klettern. Nee. Da das ein Dingsspiel ist, wie heißt das? Ein lineares Spiel. Und kein Op. Und jetzt schmeckt mich selbst die Luft hier. Was eine Kacke doch. Ja, super. Ist das eine Schande? Kein Bock mehr. Spreng mich hier selbst in die Luft. Aber kann man die Granaten nicht da durchwerfen? Ich habe mich gestern schon komplett in die Luft gesprengt. Einmal.
Ja, jetzt, wo ich unbedingt haben will, kann ich es nicht auswählen. Das ist typisch. Ich glaube, ich speichere gleich nochmal, sicher. Ich höre Steps, die kommen wieder aus dem Nichts. Man sieht keinen. Ich schleiche, aber die kommen gleich wieder aus dem Nichts. Und dann sind das wieder hier zwei Jäger. Total top bewaffnet. Und natürlich auch schwer gepanzert. Komm, besser ist das. Ich möchte langsam fertig werden mit dem Spiel. Das kann ja nicht mehr weit sein, hier runter. Da links rein bringt wahrscheinlich nichts. Ich muss hier runter. Hilft nichts. Ist da ein Soldat? Oh, ist das weit! Alter Walter, muss ich noch weit? Aber die Waffe ist ziemlich laut, würde ich sagen. Dann komm mal her, mein Kollege. Wo bist du denn? Oh ne, da unten komm ich. Oh, da ist ein Sniper auch noch. Und diese deutsche Waffe hier, die ist klump mit Soße. Und der hittet mich ja, der Schweinepriester, ist Wahnsinn. War da ein Sniper gerade? Harte Mission ist das. Sicher, ihr könnt wieder aus dem Gebüsch schießen, wo ich nichts sehe. Logisch. Und unten am Strand sitzt auch noch einer, der ballert da hoch. Oh! Laufe, egal. Ja, ist klar, du hast wieder super geiles Aim hier. Und triffst wieder alles ganz hart. Und ich habe hier nur wieder Granaten in der Hand. Und kein Medkit, nix. Und muss da, wo der Sniper ist, hin. Hier, super. Und der aimt mich gleich wieder weg mit einem Schuss. Ganz großes Kino, ganz ehrlich. Kann ich da wieder hochlaufen? Mann! Die letzten Knallkörper seid ihr. Kann man sich nirgendwo verstecken? Wo sieht er mich? Also da passt auch was nicht. Ganz ehrlich. Nein! Und der hat wieder ein Aim, der andere Knallkorb hier. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Jetzt kann ich mir wieder eine Möglichkeit, so mich zu verstehen. Also der nächste hier am Start. Ich bin tot! Ich hasse es. Ich hasse es langsam. Ganz ehrlich. Es geht langsam am Sack. Der spawnt da weg. Ich scoute ihn. Der Typ spawnt weg und ich bin tot. Das ist zum Korken. Oberseer. Ich will nicht Oberseer. Ich will jetzt hier Oberseer hier hin. Knallkopf. Knalltüte. Das nervt extrem. Scheißen Dreck nervt das. Ganz ehrlich. So, die ballert jetzt aus dem Nichts. Machst du Granaten aus dem Nichts? Ich sehe keinen. Frage sein Fahrzeug. Gleich sind sie wieder da. So, ich brauche irgendwas. Ah, was ist hier noch drin? Ich brauche Heal. Ist das eine Pistole? Oder? Ja, hier eine Brechstange. Ganz toll. Kann ich hier hoch? Na, komm jetzt hier hoch, Willi. Jetzt komme ich da nicht hoch. Ist das geil. Das ist so geil.
Also ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen, Tag ein Patch kommt, geht nicht anders. Und ist das Spiel nicht weiter spielbar. Das buggt ja an so vielen Stellen. Hier bin ich aber ein bisschen geschützt. Vor allem so viele Deutsche, das ist Wahnsinn. Und was ich ein bisschen kurios finde, ist, dass die so aus dem Nichts kommen. Wie gesagt, vielleicht hatte ich ja gerade schon. Vielleicht muss man eine kleine Spielpause. Hey, ist alles in Ordnung? Steh auf! Na los! Ja, steh auf. Ja, wer hat dich jetzt gesehen, Kollege? So, wo ist der andere Gegner jetzt? Der kann nicht neben mir stehen, denn neben mir war nur die Brüstung. So, und da kann keiner sein, kein Gegner. Warum sagt er denn, Kamerad, steh auf? Also, ganz merkwürdig. So, und hier komme ich wieder nicht runter. Hier bin ich wieder am... Ach, das war hier so ein Schnell... Was ist denn das? Ich soll jetzt wieder ins Schloss rein. Oh. Das will ich aber nicht. Ja, das heißt, ich muss jetzt durch diesen ominösen Turm wieder zurück mit den Millionen von Gegnern. Krieg mal am Beinlapp komme ich auch nicht runter. Wieder unnötig. Und das Gott. Was willst du? Ich bin doch kein Scharfschütze. Ich bin einer, ja, aber ich habe gerade nur eine. Eine poplige Pistole in der Hand. Aber ihr pusht mich ja schon wieder bekloppt näher, das ist Wahnsinn. So, und da hinten ist wieder so ein 1A-Jäger, der hat wieder Super-Aim. Ja, komm, Karl! Ja. Ja. Und solche Schüsse gehen komischerweise nur mit Scope, verstehe ich nicht. Und was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum. Warum der. Warum. Der Jäger so gut geschützt ist. Das heißt, ich muss mich jetzt rausballern, heißt das. So, hier kommen wir nicht weiter. Den erreiche ich nicht. So, den Deutschen sehe ich jetzt nicht mehr. Ich sehe zwar, dass da noch einer... So, schöner Headshot. Uiuiui. Jetzt hat mich aber dafür einer gesehen. Ja, da oben sind wieder die Jäger. Und die pushen jetzt wieder wie bekloppt. Wie gesagt, die haben ja auch ein super Aim. Hauptsache, es kommt ja, traut sich ja keiner den Turm hoch. So, und jetzt, das Scope lautet jetzt wieder ewig. So, ist komischerweise, immer wenn ich Jäger pushe, oder wenn die mich pushen, geht mir die Mohn aus. Ist ganz komisch. Ganz verdächtig. Die Frage, sind die anderen roten Heinis? Sind da noch welche?
Vermute, ich muss da irgendwie rein. Da lief doch einer rum, oder? Habe ich das wieder nur falsch gesehen? Dann muss ich da unten zum Strand, bringt mir auch nichts. Ja, wie kommen denn da raus? Gespawnt. Der ist tot. Ich glaube, kommt jetzt die Treppe hoch. Ja, die kommen die Treppe. Ich speichere mal. Jetzt kann ich ja nicht ballern. Ganz merkwürdig. Waffe war durchgeladen. Hier geht nicht. Was ist das? Ich glaube, die Waffe denke ich. Ey, was stimmt hier nicht? Jetzt einen Millimeter weiter kann ich ballern. Komisch. Von da hinten ballert er mit MG auf mich. So, kann ich jetzt endlich da raus aus meiner Bude hier. Dann muss ich gleich. Ist ein ewig Match jetzt gerade. Ich glaube, ich kann es jetzt riskieren, die abzuhauen, oder? Ach nee, ich muss eins tiefer. Ha! Den Fehler habe ich ja gerade schon gemacht. Komm. Oh, ist klar. Ist klar! Logisch! Ist klar! Du fällst es hier runter, ist klar! Ist logisch! Wo ist der? Logisch, und ihr habt wieder das beste Aim. Ich fall da runter. Wieso rennst du denn weg? Du bist doch tot. Steh ich nicht. Verstehe ich nicht. Guess I grabbed everything useful. Ich hab die noch getötet. Also auch merkwürdig, muss ich sagen. Hier unten schaffe ich den Jäger nicht zu töten. Speichern, besser ist, habe ich ganz vergessen. Hier unten schaffe ich den Jäger nicht zu töten. Der rennt weg. Aber da oben, aus der Ferne. Mit einer geschallgedämpften MP hole ich ihn weg. Ja, ist egal. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ich denke mal, die haben mich jetzt alle gepusht. Es ist höchst noch einer. Dass der nicht mehr abhauen kann. Ne, den habe ich ja schon abgelootet. Ich muss wieder eine andere Waffe nehmen. Das ist wieder ein Jäger mit dem Super-Aim. Hä, ist er tot? Hä?
Und hier vor mir sind auch noch welche. Nein! Vor mir und hinter mir. Mist. So ein hartes Gemetzel heute hier, oh Mann. Ach, das wird immer röter, das ist Wahnsinn! Jetzt haben wir ja diesen Bug. Hier, ich möchte gerne den Verband haben. Ich heile mich mal wieder schnell auf, dass ich ein bisschen mehr aushalte. Und speichern. Ist ja Wahnsinn. Also diese Mission ist Wahnsinn. Werde ich wieder gepusht? Ich höre es doch. Aber ich sehe noch keinen. Ich höre die Steps, aber ich sehe keinen. Da hinten kommt auch noch einer. Das heißt, der ist unten am Strand entlang. Dann kann man auch wahrscheinlich unten vom Strand lang. Ich meine, wenn das die KI kann, wieso kann ich das nicht? Die KI sag ich schon. Die Gegner, ist das hier? Was ist hier drin? Ne. Den Sniper hatte ich ja ausgeschaltet. Ich hoffe, da ist nicht noch ein zweiter drin. Nein. Ach, da hätte ich auch runterklettern können. Cool. Ist irgendwas, was ich mitnehmen kann? Zum Schluss. Ne, jetzt reicht es mir auch langsam. Ganz ehrlich. So, tschüss. Endlich. Mal gucken, wie viele Minuten er mir gleich anzeigt. Das ist ein ewig Match gewesen jetzt. Fairburn executed successful infiltration and exfil of Beaumont-Saint-Denis. Der Schatten war in Beaumont-Saint-Denis und wir haben ihn verloren? Wahrscheinlich. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, dass er von der Fabrik in Matressac weiß. Verdoppeln Sie die Sicherheit. Die Fertigung muss laufen. Operation Krake wird nicht durch einen einzigen Mann gefährdet werden. Oh, alle Ziele geschafft. Perfekt. Richter getötet, Spionageschule abgeschlossen und optionale Ziele. Das ist ja gut. So, jetzt habe ich Teilmantelmunition, die Krake erwacht, schließe Spionageschule mit einem 3-Sterne-Bewertung abgeschafft. Noch ein Fertigkeitenpunkt. So, jetzt ist egal, wie lange es gedauert hat. Das zeigt er mir gleich an. Ach, doch nur 123 Minuten? Mir kam das irgendwie länger vor. Obwohl, das sind ja... So wie... Zeig dir jetzt mal das gleiche an. Das hatte ich gestern auch 133 Minuten. Das gestern hat länger gedauert als jetzt. Hätte ich nicht gedacht. So. Dann würde ich sagen. Was jetzt? So. Dann gucke ich mal, was ich hier noch aufleveln kann. 6 Punkte habe ich. Was gibt es da noch? Gesundheitsboost. Erhalte einen extra Gesundheitsboost. 2 Gesundheitsbooste. Ah, ich glaube, das brauche ich. Aber schneller rennen, das ist in der aktuellen Mission nicht so wichtig. Was gibt es hier noch? Bewaffnung ist eigentlich ganz gut, die ich habe. Ich weiß nicht, ob ich Attrappen brauche. Das muss ich scheinbar irgendwann mal nehmen, aufleveln, sonst kriege ich das andere. Was ist das hier? Also wäre noch besser gefunden. Was da drüben? Schnelle Falle. Ja. Geblutet wird später. Sekundärwaffen können außer Gefecht. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, den nehme ich die Sekundärwaffe hier, dass ich notfalls noch kämpfen kann. Das passiert ja leider doch recht häufig. Jetzt habe ich nur ein Pünktchen. Aber ein Punkt sind nur die Kreise hier außen. Ne? Die inneren Kreise meine ich so. Attrappen. Kann ich Flaschen werfen? Boah, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ja gut, was ist das hier? Senke durch Sprinten.
erhöhten Puls. Ja, dass sie weiter gucken kann. Nicht verkehrt. Ja, die nächste Mission heißt dann Rüstungsfabrik, aber die kommt ein andermal. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.